Okay, Mann, weiter geht's. Recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII Rebirth. Wo bin ich hier überhaupt? Ich muss gerade mal kurz wieder klarkommen. Ach ja, wir wollten jetzt auf den Bereich hier. Ja, ist ja auch eigentlich so gesehen das Letzte, was jetzt noch fehlt. Abgesehen natürlich von Kartenspielen. Juhu. Man könnte meinen, der Algorithmus des Internets hat mir zugehört, als ich mich hier aufgeregt darüber habe, dass ich nicht klarkomme. Ich habe neulich einfach eine Push-Benachrichtigung auf mein Handy bekommen mit, also eine Push nicht, sondern so eine, ne, wenn man auf die Google-Seite geht mit den News und so, und wie komme ich darüber? Das ist das Schiff. Komme ich mit dem Schiff dahin? Nee. Ich bin etwas überfordert. Ich versuche mal da hinten hinzukommen. Naja, auf jeden Fall, ja, habe ich so eine Nachricht bekommen, wo so basically stand, hey, mit dem Deck gewinnt ihr bestimmt jedes Queen's Blood Spiel. Und ich habe mir das so angeguckt und dann so, ja, das basiert auf Karten, die ich noch nicht besitze. Toll. Also bringt mir das nichts. Aber wir kriegen das schon irgendwie, ich krieg das schon irgendwie gebacken. Irgendwann eines Tages. Wo reich ich denn lang? Bin ich besoffen? Ja. Einfach hier runter, ne? Ja. Gut. Ja, keine Ahnung, ob ich jetzt von hier aus auch wirklich. Oh. Quietsch. Oh nee. Wo ist wie hin? Da. Ja, okay, ich hab's selber schon gefunden. Warum nicht diesen Checkpoint noch mitnehmen, ne? Und vor allem die Goldfeder mitnehmen. So. Jetzt die große Frage, wie komme ich? Ah, dahin. na gut, ich kann schwimmen, ne? Wasser ist kein Hindernis, tatsächlich. Hm. Ja gut, ne? Ich weiß, wo das ist. Mein Hirn ist immer noch so ein bisschen so, ja, Wasser ist ein unüberwindbares Hindernis, aber nein. Ich kann schwimmen. Toll. Was nicht alles so in modernen Videospielen alles möglich ist, ne? Das ist schon immer wieder erstaunlich. Jetzt die Frage, muss ich in dieses Schiff hier irgendwie rein dafür? Oder ist es da um die Ecke irgendwo? Da fliegt auf jeden Fall die Eule. Hi. Irgendwie ist es auch voll die Piratenmusik. So weiß ich nicht. Ich könnte irgendein Piratenspiel laufen. Ah! Ja, okay, ich kann einiges davon gar nicht mehr tragen. Herrlich. Bling. 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 Ja, eine wunderschöne Kamera. Oh, Experte für Weltberichte. Ah, wir haben also wieder so einen Kampf, okay. Geheimnis, Dunkelheit anheimgefallener Weiser. Okay, voll in der Mitte, alles klar. Ist es auch wieder? Nee, ne, genau, Kampfplatz nicht. Dann machen wir das und dann kümmern wir uns voll um die Protosubstanz heute, wa? Blech. Das heißt, wir dürfen wieder Fort Condor spielen. Aber eigentlich war das ja ganz cool. Nee, was wollte ich gerade sagen? Habe ich vergessen. Achso, beim letzten Mal hatten wir auch wieder so einen optionalen Kampf. Da war der sogar wichtig für irgendeine Haupt-, nicht Hauptquest, aber für irgendeine Nebenquest. Mal gucken, ob es hier auch vielleicht der Fall ist. Beware, Cloud. You've entered the Mind Flayer's natural habitat. There's still much we don't know about this creature. So
make sure you are well prepared before proceeding. Der Mindflayer. Stranger Things, anyone? Geheimgegner herausfordern. Ach so. Hä? Ich halte gedrückt, I guess. Okay, es stimmt, so war das letzte Mal. Cthulhu? Hilfe! So war das letzte Mal auch, stimmt. Aber da habe ich gar nicht gesehen, dass man oben links drückt halten muss. Ich hab's einfach getan. Ich hab aus Versehen Stellung gewechselt, aber ist gar nicht schlimm. So, pass mal auf. Gucken wir uns erstmal an, was der so kann. Also, okay, leicht resistent. Okay, so, scheiße. Versuche Schaden mit Synchro-Fertigkeiten, um ihn mit einem Schlag schockanfällig zu machen. Okay. Interessante Wahl, aber warum auch nicht, ne? Konterfeuer, wie wär's damit? Wumms. Nee. Achso, ich hab die falschen Tasten gerückt, mal wieder. Na egal. So, das ist die. Ja, okay. Achso, mit Fertigkeiten war das, ne? Das ist schlecht. Einmal noch, okay. Barry kann auch einfach mal ballern. Sieht das jetzt eigentlich als zwei Fähigkeiten schon? So aus Interesse. Ich habe aber nichts mit Barrett. Das ist mal wieder ultra traurig irgendwie. Wo bist du hin? Autsch. Oh oh, das reicht. Zack, so nämlich. Macht er Unschuld? War geil. Okay, Barry ist noch nicht fertig. Bombs! Hab schon was überlegt übrigens. Für gleich. Ihr wisst was, ne? Ihr wisst, was ich jetzt erstmal mache. Aber Barrett kann mal irgendwie einen Trank oder so geben. Passt schon. So, schießt nochmal Geekkreis nämlich. Und wumms, 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 wumms. Laut hatte Schwerfett-Damage kassiert. Ja, voll ätzend. Okay. Haben wir irgendwas halbwegs ready? Blütensturm. Naja. Dann heil mal. Ja, bringt hier leider nicht so viel. Bitte? Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist doch. Boah. Ja, ich. Boah. Okay, komm. Ups. Langer Tentakel, du mich auch, ey. Ich hab ein Limit, ne? Nutze es jetzt einfach. Wo ist sogar der Level 2, ne? Ist halt geil, ne? Vielleicht killt ihn das, vermutlich nicht. Nein. Ich glaube, die im Moment wieder tot sein.
Alter. Das ist schon hartes Leben gerade. Nehmen jetzt aber so einen lächerlichen Heiltrank. Muss reichen. Blanker Horror. Oh, reicht dir nicht. So, jetzt aber. Was ein ätzender Kampf. Holy shit, Alter. Schön. So, ja, Ford Condor spielen, hä? Gut, Ford Condor ist eh, naja. Muss ich nicht kämpfen. Das heißt, ich mache das jetzt erstmal fertig und dann gehe ich auf irgendeine Bank oder so. Ich denke mal hier lang. Hm? Vielleicht müssen wir jetzt auch gar nicht immer Ford Condor spielen, aber ich kann es mir halt gut vorstellen. Dem, 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 dem. Ba-bam, bam, ba-dam, bam, bam. Bam, ba-dam, bam, bam. Einfach Handgranate. Proto-Relic Energy Signature confirmed near the board game. I think we can safely say that's the entry point. Then what are we waiting for? Let's get in there and crack some more Shinra skulls. Before we do this, are we sure we can get back? Based on the analysis of your previous trip, I am confident you'll return following the conclusion of the match. Failing that, you may be assured that I will retrieve you myself. Ja, was ist die Lore hier? Wieso werde ich da einfach in so ein komisches Spiel reingezogen? Das ist schon ein bisschen bescheuert. Aber okay. Ja. Muss ja, ne? Ne, eigentlich ist es ganz cool. Aber es kann halt auch etwas anspruchsvoll werden, ne? Ich denke, ich werde mich nie daran gewöhnen. Es ist nicht so schlecht. Oh? Ich gehe in! George! Wie könnte das sein? Captain! Trooper, du bist just in time. Komm, Freunde! Lass uns join forces to lay waste to those fiends and reclaim my treasure! What do you mean, your treasure? It came from our world. It belongs to us. Oh, cease your whinging, man. We've no time for it. Right now, we can but charge! Your mission is to help us break through the enemy lines and retrieve the artifact they stole. With the captain's aggressive approach, I fear we'll surely fail. Please, we can't succeed without you. Oh! Captain! We're coming! That's our cue. Na gut. Ja, machen wir es erstmal so wie letztes Mal. Ich glaube, oder hatte ich jetzt letztes Mal die Strategie hier gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Machen wir es einfach. Passt schon. Okay, Verteidiger, ja, wäre eine Bastille eigentlich ganz geil. Aber, warum nicht, ne? Wumms. Mein Gott, macht ja gar keinen Damage. Okay, wieder alle aus einer Richtung hier, ich merke schon. Hängst du da fest wegen der... Okay. Okay. Sure. Mhm. Alles klar, Spiel. Alles klar. Ich glaube, ich setze sie mal ein bisschen weiter nach hinten. Damit die dann auch angreifen können, falls die mir echt ein bisschen zu nahe kommen hier. Einfach so. Hier so, zack. Und da.
La la la. Na los, Verteidiger. Ich warte mal auf den Elite-Verteidiger. Ja, letztes Mal ging das besser, ne? Da bin ich direkt vorgeprescht. Das war so ein bisschen das Geheimnis, glaube ich, an der Geschichte. Aber gleich könnte Cloud theoretisch einmal reinzimmern, wenn ich hier... Wollte mich verarschen. Mach jetzt trotzdem einmal den dahin, damit ich hier direkt Cloud reinzimmern kann. Aber mal machen. So. Jetzt beginnt da der große Angriff hier. Oh, zack. Ist natürlich ein bisschen doofe Seite hier. Wieso zieht sich denn die Frontline jetzt wieder nach hinten? Dann ich beide Bastillen noch da? Ja. Bastillen. Basti. Bastille. Bastei. Lübbe. Was weiß ich nicht. Ist doch alles wieder scheiße hier. Aber die greifen denn das Ding gut an, also eigentlich alles easy game. Ist eigentlich nur ein bisschen aushalten hier. Bisschen doof, dass Denn keine Unterstützung liefern kann, so. Jetzt mach die nochmal kaputt da schnell, dann kann ich nämlich hinterher. Danke. Leider ein bisschen zu spät. Ja, leider habe ich ja nur einen Elite-Stürmer, was ein bisschen doof ist. Was ist das da? Neutral, okay. Da wird Fernkampf am besten sein. Konzentriert euch auf den Main-Actor. Nicht... Oh. Ja, die Bastille kümmert sich schon drum. Ich kann halt keine Leute hinterher schicken jetzt. Ah! Jetzt wahnsinnig. Ist ein bisschen anstrengend. Na los! Mach doch nicht das kleine Kackteil kaputt, sondern das große. Das ist das Main Ziel. So, und der ist kaputt und dann so. Na los. Na los, jetzt! Dankeschön. Da wird man ja bekloppt bei. Okay, jetzt einfach nur die rausholen, die irgendwie am meisten Damage machen, ne? 14 Sekunden nur noch. Scheiße. Los! Ja, das schaffen wir nicht. Weil die einen einfach langsamer sind als mein Arschloch. Nervt halt ein bisschen, ne? Ist so lächerlich. Ist so lächerlich, wirklich. Ich hab sowas von fett die Überhand gehabt, ne? Wow. Okay, machen wir es diesmal anders. Moment, ich warte kurz, zack. Ich genau weiß, wen ich hier platzieren sollte. Ich werde die einfach richtig abfacken jetzt. Einfach nur raus spammen. Ich spiele Zerg hier quasi. Autsch, das tat weh. Sagen wir, wie es ist. Ich hau nochmal lieber einen Verteidiger raus. Ich hätte es nicht tun sollen. Egal. Oh, Cloud. Ja, dass jetzt der Wolf da durchgekommen ist, natürlich jetzt übelster Mist.
Aha. Ich finde es gerade interessant, dass ich hier tatsächlich hin darf. Ist er gestorben? Wie ist es passiert? Ich bin hart verwirrt gerade, um ehrlich zu sein. Cloud, mach was. Irgendwas. Ich finde das Konzept mit den Heldeneinheiten tatsächlich ganz cool. Oh. Klar. Ja, aber ich keine Leben. Das finde ich ganz ansprechend. So. FIFA, mach einen Hackentritt. Bombs. So. Nicht so gut gelaufen, wie ich dachte. Na, sieht doch jetzt schon ganz gut aus. Sein Kämpfen ist eigentlich ganz, schon ganz ordentlich. Sag ich mal. Die war es vielleicht tot. Wieso kann ich jetzt wieder keinen setzen? Achso, wahrscheinlich weil einer noch lebt oder so, ne? Ach, keine Ahnung. Ja. Ja, irgendwas muss ich ja setzen jetzt, ne? Und sind jetzt langsam kritisch. Meine Heldeneinheiten sind tot. Herrlich. Das ist wieder scheiße jetzt. Oh Mann, ey. War nicht mal irgendwann die Aussage, dass die am Ende... Was ist das denn jetzt? War nicht mal irgendwann die Aussage eigentlich, da... Kann ich neu anfangen, kann ich nicht mehr schaffen. War nicht mal irgendwann die Aussage, dass die irgendwann nichts mehr spawnen? Ja, ist doch gut jetzt. Ach Leute, rechts wird sogar angezeigt, was sie spawnen. Das checke ich jetzt erst. Entschuldigung. Brrr. Die Anfangstaktik verlief eigentlich ganz gut, aber dann haben wir irgendwie da hinten echt Einheiten verloren, was mir ein bisschen auf die Nerven ging. Mehr Verteidiger braucht die Welt. Ich habe vielleicht eine Idee, was ich gleich mal tun kann. Nämlich das hier. Ich glaube, damit können wir ganz gut die Stellung halten. Falls die nicht super schnell kaputt gehen. Dann geht ja die Line wahrscheinlich nur bis dahin wieder zurück, wenn die... Okay, nein, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Das ist absolut düsel, was ich getan habe. Vieh ist eh gleich tot. Gleich sofort. So nämlich. Oh Mann, ey. Ach komm, ich fange neu an. Ich will die Line hier gar nicht verlieren, so. Kann ich irgendwie... Ich kann auch nichts wechseln, ne? Ups. Das ist noch mit offensiv. Ach, das Scheiß Ding immer kaputt da. Jetzt verrecken wahrscheinlich alle. Ich freue mich drauf. Ja, cool. Alle verreckt gerade. Wow. Alle. Also wirklich. Das
kann doch nicht angehen, Alter. Was ist das denn? Ich krieg's gerade wirklich so fett nicht hin, irgendwie durchzukommen. Das ist ja wirklich einfach nur noch pervers. Ich könnte tiefer droppen. Muss ich auch, damit wir mal vorankommen. Ja, natürlich ist das Viech tot. Klar. Sure, man. Oh, jetzt kommen die da rausgeschissen, Alter. Ich will nicht mehr. Ja, eigentlich ist das Spiel ganz cool, ne? Wie gesagt, aber irgendwie habe ich gerade echt keine Chance, wie es mir scheint. Das Viech hinten mal tot. Ja, immerhin. Ja, um meine Wegen. Ich muss eigentlich mehr Verteidigungsdinger spawnen, damit ich Cloud nochmal spawnen kann. Das wäre halt super eigentlich. Ja, Tifa ist ganz gut dabei tatsächlich. Vielleicht kann ein Verteidiger auch ein bisschen länger die Stellung halten, who knows. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Warum haben die alle mal irgendwann so einen übelst pervers starken Angriff? Das kann doch nicht angehen. Geht meine Stellung hier nicht auf. Ihr könnt mich mal, wirklich. So, aber jetzt spawnen keine mehr, ne? Nur noch der da. Ich glaube, ab einer Minute heißt das. So. Wie wäre es mit dem Heiler, auch wenn er wahrscheinlich gerade gar nichts mehr bringt, weil alle schon so fett am Verrecken sind. Wobei, ja. Scheiße. Mann, der in der Luft da, der ist halt auch übelst anstrengend jetzt. Egal, mit diesen Schützenwürfen jetzt eigentlich zumindest. Boah, Heiler. Fuck, Noob, Alter, das kann ja wohl nicht angehen. Ist auch schon fast tot. Ich kann das alles wirklich nicht mehr lange. Können die den jetzt endlich mal kaputt machen da? Das kann aber nicht angehen. Ich krieg das wieder nicht hin jetzt. Was ist das denn? Mach den doch jetzt mal kaputt. Ich hatte es so gut wie. Was ist denn euer scheiß Problem? Alter, die haben den nicht mehr gedamaged. Oh. Ey, ich habe wirklich das Gefühl, das Spiel hat etwas Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad. Das ist echt nicht mehr feierlich. Wie fett ich hier auf die Fresse kriege. Damage die machen, Alter. Das kann doch nicht angehen. Da macht keinen Spaß. Ey, das macht mich gerade fertig in der letzten Runde. Ich war halt voll okay und dann haben die meine Leute einfach nicht mehr die Leute angegriffen. Es ist nichts mehr passiert. Das ging mir so fett auf die Nerven. Das kann doch nicht sein, ey. Boah, nee, ey.
Cool. Ja, dann wenn die verrecken, heilst du. Das ist natürlich ganz, ganz großes Kino. Boah, du Kackviech. Du nervst mich. Cool, jetzt heilen sich die gegenseitig hoch. Das ist ja herrlich. Ich ertrag das nicht mehr lange. Du sollst die Frontline clearen. Der wird auch vom anderen kaputt gemacht. Boah. Das ist anstrengend. Wird so fucking viele Schützen gedroppt, ne? Ich pack's nicht mehr. Die Versuche werden auch immer beschissener, wirklich. Das ist faszinierend. Leute. So wird das nix. Kann ich immer so viel Damage machen, diese scheiß Kack-Auslöscher da. Warum muss ich die nicht? Ist doch Kacke. Mann, immer da will ich die spawne. Wurde gerade mein Healer geinstant-killed? Mein Healer wurde gerade geinstant-killed. Das kann doch schwer nicht wahr sein, ey. Das kann doch einfach wieder alles nicht wahr sein. Ne, irgendwo fehlt noch ein Healer. Ich kann nämlich keinen spawnen. Warum auch fucking immer. Hey, krieg ich halt wieder fett auf die Fresse. Es wird wieder nichts wahrscheinlich. Könntet ihr jetzt bitte wieder... Wo ist mein Healer? Angeblich habe ich irgendwo einen Healer. Zumindest kann ich keinen spawnen. Achso, nee, da steht, wie viele ich habe. Ah, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Es wäre wirklich toll, wenn meine Helden auch wirklich mal ein bisschen effektiver angreifen würden, aber es tun sie halt einfach fucking nicht. Sie tun es halt einfach nicht. Tifa macht das Ding kaputt in 25 Sekunden, bitte. Ich glaube, es wird nichts. Was machen die denn? Geht doch jetzt zu dem wichtigen Ding und nicht zu dem scheiß kleinen Kackteil da, ehrlich. Boah, das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Ich komme nicht darauf klar, wie unfassbar blöd meine ganzen Figuren sind. Ja, das wird halt nichts. Ey, ich krieg's nicht hin. Ich fass es einfach nicht. Ich krieg es einfach nicht hin. Alter! Was soll ich? Ich kann ja auch nicht viel machen. So, ich kann mal Barrett halt reinpacken, weil ich... ja, ich meine hier die Kombination da. Es funktioniert ja nichts irgendwie. Ich bin echt frustriert, ne? Was ist denn falsch mit diesem Spiel? Also generell, ich habe so Probleme mit den ganzen Minispielen, die es hier gibt. Alter. Nur drei Heiler, okay. Ja, bringt auch absolut nichts, wie man sieht. Absolut useless.
Wie die meine Leute runterruppen, Mann. Auch noch härter als vorhin. Also keine Ahnung, was da los ist einfach nur noch. Hilfe. Also ich merke mir auf jeden Fall, Healer sind absolut useless. Die machen absolut nichts. Die verrecken halt instant so. Muss ich jetzt wieder tiefer reindroppen? Das will ich aber überhaupt gar nicht. Ich will das halt am Ende da haben irgendwie. Oder wenn ich halt da hinten bin. Dann kann ich mal kurz auf den Elite-Schützen warten. Och, immer diese Dullis, ey. Das kann nicht wahr sein, ehrlich. Diese scheiß Wölfe, die dann da hingehen. Und meine Einheiten halt wieder ablenken. So, dass ich ja da hinten nicht vorankomme. Ich würde sagen, scheiß doch einfach auf die eine Base da. Ist doch Kackloch egal, ehrlich. Es ist so unfassbar egal. Ach, ich habe meine Dienstschütze schon aufgebraucht. Ach, sehr ätzend. Hey, guck mal. Meine Leute machen da hinten mal gute Dinge. Bin begeistert. Oh, warte mal. Direkt mal Barrel reinballern. Ja, wow. Wisst ihr, was passiert ist? Ich hatte Glück, dass meine Charaktere halt nicht meinen, irgendwelche andere Leute angreifen zu müssen. Okay. What fucking ever. Captain, we've won! Indeed. Yet we shan't rest till my prize is mine once more. Now, charge! Oh, no, you don't! Oh. You fool! Huh? What is the meaning of this? Captain! Wait! Don't leave without us! Chadley, I think I heard the captain call the proto-relic his treasure or something. You know anything about that? Sadly, no. While I could offer theories, I require more data to speak with confidence. I can, however, inform you of the relic's location. Let's head there next. Das Spiel gibt mir so aufs Maul. Es ist wirklich unglaublich. Ja. Porten wir uns da mal direkt hin. Direkt das nächste Fort Condor-Spiel. Juhu! Ja, wahrscheinlich geht's am schnellsten von hier, hä? Brrr. Oh Mann, ey. Bald muss ich Karten spielen, ey. Das wird noch viel schlimmer. Das wird. Kann ich bitte nicht an jedem Pfosten hier hängen bleiben? Danke. Das wird noch viel, viel schlimmer. Ja, wie gesagt, es wird offscreen passieren, ne? Ich werde das irgendwie offscreen spielen, weil, naja, ich will euch nicht belästigen damit, ganz ehrlich. Nicht eine ganze Folge damit, wie ich einfach nichts hingeschissen kriege und die ganze Zeit nur rumweine. Irgendwann ist auch mal gut. What happened to the proto relic? Ain't that what we came for? Oh, yes, of course. I seem to have gotten caught up in the excitement. I swear. Come on, let's get this over with before the boy Wonder tries to talk us into worse. Na los. Suchen wir doch schnell eine Runde. Now then, if I were a proto relic, where would I be? Over here!
princess and your treasure await you. Make haste, my hero. Mwah! 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 Does he really think we don't realize it's him? If he does, then he's farther gone than I thought. Friends, help us! The captain is in grave danger. And without him, we're doomed. All of us! What do you mean? We're nothing more than pieces in this game. Normally, we'd be stuck here, waiting on the board until someone came along to play with us. But all of that changed when the captain showed up. Ever since that day, we've been able to move around under our own power. I've never felt so alive. And it's all thanks to the captain. Without him, we're as good as dead. So how should we handle this? I don't think we can get the proto-relic back without the captain. Yeah, we gotta help him. Ja, die labern mir alle zu viel. So, ja, keine Ahnung, ich versuche es wieder mit der Kombination hier. Dass ich mir irgendwie schon so mit der Festung da was mit dem Finale. Also, er kann bestimmt die ganze Zeit so richtig anstrengend ballern, oder? Ach du Scheiße. Ja. Das ist sehr beruhigend. Ich gebe dem Healer noch eine letzte Chance. Der Healer ist tot, mal wieder. Man kennt's. Vielleicht doch erstmal in die andere Richtung gehen sollen. Hier mal, ich hätte es anders machen sollen. War dann nämlich so. Oh Gott. Jetzt greife ich mich direkt das Ding an. Okay, der kümmert sich so um, der da schon hinterher läuft. Nett. Oder auch nicht. Alles klar. Ist ja nicht so wichtig. Oh. Vollidioten. Irgendwas hier hinten noch? Nee. Komm, keine Ahnung, wird die Stellung vielleicht noch kurz gehalten. Ist vielleicht schon was wert. Es ist tatsächlich durchaus. Kommt noch einer, kann Barrett da rein. Ich will nicht mehr. Das kann aber. Barrett kann halt gut ballern, ne? Also kann ich da jetzt einfach mal voll einen reinzwiebeln. Ja, guck mal, das war doch gar nicht so verkehrt. Da gefällt mir das hier überhaupt nicht, was ich hier mit ansehen muss. Ist Tief eigentlich tot? Ja, ne? Macht ihr das schon wieder? Ihr hängt wieder fest, man kennt's. Lieb euch auch. Achso, warte mal, das war dumm. Ich habe mir so gedacht, okay, der in der Luft muss einen Schützeplatt machen, aber das ist halt einfach auch dumm gelogen. Ja, es wird nix. Ja, kann ich vergessen. Kann ich vergessen. Einmal versuchen wir es noch. Stürmer.
Die macht halt viel Damage, ne? Toll. Lieb's. Ja, die war schon mal sicher. Gehe ich jetzt einfach mal hier rein ins Zimmer, auch wenn es wahrscheinlich ein Fehler ist. Nee, mache ich nicht. Das ist dämlich. Ich hasse diese Wölfe, ne? Kann jetzt endlich mal jemand diesen Dicken da killen? Das kann ja wohl langsam echt nicht mehr wahr sein. Oh! Ja, die Steinschleuder. Okay, stark. Steinschleuder leistet gute Arbeit auf jeden Fall. Also halt einfach wirklich. Nein, nicht wirklich, weil sie nicht ballert. Ach Gott. Er tragt ja nicht mehr lange mit euch hier. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Okay, we reach this point. Ja, toll. Scheiße, Mann. Das ist ja alles kompletter Mist hier, ey. Ja toll, muss wieder Barrett hier rein zimmern, ist eigentlich auch scheiße. Mit dem mal ein bisschen Ruhe ist. Tifa stirbt gerade eines jämmerlichen Todes. Ich lieb's. Cool, wie es die andere Seite hier ganz fein aussieht eigentlich. Da rechts, aber jetzt spawnen sie nochmal ordentlich, ne? Und dann ist jetzt gleich wieder Feierabend. Ihr müsstet halt mal in die Mitte gehen, Jungs. Das wäre jetzt wirklich mal eine ganz tolle Sache, aber das macht ihr halt wieder nicht. Deswegen wird die Frontline wieder nach hinten verschoben und ich kann mir nichts tun. Jetzt sind doch alle drei da, so was soll ich denn jetzt machen? Oh, also von allen drei Sorten, das ist ja wieder übelster Rotz. Also ehrlich. Ja, in 39 Sekunden komme ich da hinten auch wieder nicht hin. Was ist ja denn, die machen es jetzt halt fertig da hinten. Wie Verstärkung, ich dachte, es wäre mal vorbei jetzt. Das Spiel lügt auch einfach, ne? Die haben doch gesagt, nach einem Druck spawnt nichts mehr. Ja, GG, merke ich viel von. Ich bin auch hier auf den Sack hier einfach nur noch, ey. Ganz ehrlich. Macht einfach keinen Spaß mehr. Oh Mann, ey. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.